Herzlich willkommen zurück. Ja. Ich glaube, das Außenposten, da hätten wir den Körper vergessen. Da steht ein übelst fetter Boss und der hat Alarm ausgelöst. Und nur ein rettender Sprung ins Wasser in den Mariotsee hat mir das Leben gerettet. Ich würde sagen, es ist auch Zeit für eine andere Montur. Wir nehmen jetzt die Marodeurkleidung. So, die ist auch cool. Ich weiß nicht so recht, wo ich jetzt hin soll. Vielleicht dahin? Erstmal dahin. Bloß nicht an dem Lager da vorbei. Wir sind doch längst nicht mehr im Mariotsee-Spiel. Wir sind sogar fast in Gizeh. Oder wie in dem Spiel heißt Gizeh. Ja. Wollen wir dich auch nochmal erledigen? Hey, was? Oh. Oh. Glaube, ich habe etwas erledigt. Hey. Oh ja, kommt raus. Das ist toll. Du kannst nicht fliehen! Frisst das, du Ratte. Muss ja auch nicht fliehen. Dafür schlage ich dich tot! Ups, es brennt. Oh, mein Pferd brennt. Mein Kamel brennt. Ach, das brennt! Scheiße. Ich habe mich selbst abgefackelt. Oh Mann, das war dumm. Ah, ja. Duell. Duell. Da bist du ja. Ich töte dich. Wer jetzt sagt, oh, die Gegner halten ja so viel wenig aus. Ich bin auch in einem Gebiet, was für Anfänger gerade gedacht ist. Ich könnte aber... Ich glaube, das könnte dann auch mehr Erfahrung geben. Es gibt... Meine ich doch, Level Gegner skalieren hier. Da, genau. Das könnten wir machen. Gegner mit niedriger Stufe werden automatisch an deine Stufe angenähert. Aber das Spiel wird neu geladen dafür. Das wollen wir nicht. Wir können es auch etwas einfacher haben. Ja, hier ist ja auch nichts mehr. Hier waren wir schon. ¿1500? Ist das richtig? Nee. Ich habe einfach meine Markierung gelöscht, nachdem ich gestorben bin. Hey! Da lebt ja noch einer. Komm, ich berichtige das. Stirb endlich! Komm mal runter. Ja. Jetzt hat er sich ein Pferd gegönnt. Hat den nichts genutzt. Ah, die großen Weiden. Da kommt ein Sandsturm. Jetzt? Wirklich?
Oh, ich glaube, wir erreichen das nächste Gebiet fast. Wir sind echt dicht bei den Pyramiden. Wir sind da hinter der Düne. Wow. Steinkreis des göttlichen Löwen entdeckt. Ein Steinkreis. Steinkreis des Löwen. Jetzt müssen wir den Löwen finden. Magi sind den Göttern verpflichtet. Wir müssen stark sein und bereit zum Kampf. Aber wir dürfen nur kämpfen, wenn es gerecht ist. Ich werde hart trainieren, Papo. Ich will stark sein und jagen können wie du. Du kannst jetzt schon besser mit den Waffen umgehen als viele Männer. Du wirst ein großartiger Magi-Sohn. Wie Mama sagt, mögen sich deine Siege vervielfachen. Der Löwe. Der Ort ist beendet. Und das ist gut so. Genau, hier sind die Pyramiden hier unten. Ups. Wollte ich nicht. Du sagtest, da kommt ein Sandsturm, Bayek. Ich sehe noch gar keinen. Oh, das ist mal interessant. Wow. Wie kommt denn das Schiff hierher? Ich habe überall gesucht, aber kein Licht gefunden. Dann blickte ich auf unseren König, meinen Herren, und siehe da, da war Licht. Wir sollten weiter auf der Sonnenbarke durch den Sand fahren. Er wird uns führen. Oh ja. Habt ihr wirklich... das Schiff auf dem Sand benutzt? Das ist hier mal Wasser gewesen. Oh, das wird jetzt gleich ein krasser Ausblick. Pilze. Der Wind wird stärker. Nicht gut. Oh ja, Tatsache, da kommt ein Sturm. Ich fliege mal ein bisschen höher, ne? Dann kann man so ein bisschen die Pyramiden von hinten, von der Ferne aus sehen. 3 Stück. Da hinten ist ein Phylakterium oder eine Phylaktera.
Also ähnlich. Ja, der Sandsturm, der wird jetzt langsam kommen. Wir können den natürlich abwarten. Dort, wo wir sind. Das ist schon Wahnsinn, wie das aussieht hier. Also mein Weg würde jetzt sowieso hier lang führen. Wir könnten auch hier lang gehen. Den Weg hier nach Norden. Oberhalb von Gizeh. Ich glaube, hier ist eine Hauptquest hier. Ja, ne, ist ein goldenes Fragezeichen. So, die Frage, was schneller ist, der Sandsturm oder ich? Oh. Gehst du da lang? Kommst du einfach geradeaus durch. Hier waren noch Löwen auf der Jagd. Da müssen wir auch aufpassen, dass wir nicht auf den Löwen auftreffen. Aber gut, dann haben sie sowieso Pech. 100 Drachen. 100? Naja, ist 100 viel. Fahr noch in einer ganz anderen Richtung. Die würden wir nicht einholen. Oh, Yuen. Das kann nur eingeben. Bayek ist sein Name. Merkt euch den. Oh, Schlangen. Jesus. Sind das viele. Momus Letopolitis entdeckt. Vier Schlangen direkt. Diese Grabräuber gerieten in einen Sandsturm, der ein Schlangennest aufdeckte. Eine Reihe unglücklicher Ereignisse ist dieser Ort verflucht. Weiß ich nicht. Was ich aber weiß, ist, dass es meine Schätze jetzt sind. Nomus Letopolitis. Hat dort eine Art Grabstätte? Ruine? Man weiß es nicht. Ah, das sind aber Gegner. Oh. Arthur von Mefkat entdeckt. Ist das nur einer? Oder sind hier mehr?
Wird da im Sand? Den Bogen nehme ich mit. Wie ist es da unten? Okay, hat das etwa einen Tunnel? Hat es. Leute, wir haben eine Grabstätte. Er fängt an zu schnaufen, ey. Ich habe noch gar nicht erst angefangen. Der Weg nach unten. Fragt sich, was denn sonst noch ist. Lieber Sahib, ich habe versucht, dieses Gebiet von anderen Banditen zu säubern, aber ich verliere jeden Tag Männer. Die Schlangen hier sind zahlreich und ihr Gift muss direkt von Apophis stammen. Ich brauche mehr Waffen, um sie zu bekämpfen. Sonst bin ich der Nächste, fürchte ich. Ja, war der Nächste. Schlangen, okay, wir müssen so vorsichtig gehen. Da kann ich ja durch. Licht rein. Habe ich unendlich Fackel? Anscheinend. Mitgenommen? Nee, so jetzt. So, die Fackel nehme ich mit. Hier schon wieder irgendwie. Oh Gott. Ist ja nur voller Viecher. Schwere Klängenwaffe. Oh, und ist lila. Das hören wir uns doch. Schauen wir uns doch mal genauer an. Eine Fächeraxt. Die könnten wir mal wieder nehmen. Also eine schöne, schwere Waffe gefällt mir immer gut. Geil wäre jetzt, wenn irgendwie so gruselige Effekte kommen. Oh, ich glaube, das Gebiet ist durch, ne? Na, das war ja nicht sonderlich. Sonderlich. Aufregend. Okay, das Gebiet ist auch relativ leer.
jetzt dahin. Dann können wir dann da die Quest machen, genau. Der Hauptmann ist tot, der Schatz noch nicht. Müssen wir mal gucken, ob wir das noch machen. Meine Platte ist auch so langsam voll. Ich muss jedes Mal gucken, ob die... Die Straße führt da hinten nicht lang. Ich muss jedes Mal gucken, ob der... Ob die Platte voll ist und ob ich noch eine Aufnahme machen kann. So, Nomus Nerit Reset. Oh. Mifkat entdeckt. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Was ist da noch? Ah, die zwei Schätze, natürlich. Der war dick. Sonst kommt auch nix. Oh, ein Kohlenstoffkristall. Geil. Hey, wer war das? Was? Der kann mich ja sehen. Zeig dich einfach. Den Rest erledige ich dann schon. Mal gucken, was er jetzt macht. Das lief doch sehr gut. Hier dürfte es eigentlich nichts mehr sein. Oh, Ptolemäus, wo denn? Ah, da. So, nieder mit ihm. War noch der Schatz, der war auch noch hier. Wo war denn der jetzt?
da oben? Ach du Scheiße. Okay, komme ich jetzt hoch? Nein, geht doch hoch. Warum gehst du nicht hoch? Sehr interessanter Ort für so ein Ding. Sehr gut, Mavcard ist abgeschlossen. Dann haben wir jetzt noch eine Quest bei Nacht. Boah, Sturzschaden ist wirklich brutal. Da nimmt das Spiel kein Blatt vom Mund. Ich würde fast sagen, das ist die letzte Folge. Du kannst nicht da drin bleiben! Du machst doch alles nur noch schwieriger für dich selbst! Mein saudummer Bruder hat sich da drinnen verbarrikadiert! Mit wem redest du denn da? Es ist einer von denen, oder? Nein, du Idiot! Er fürchtet Cephetus Männer. Aber den Kopf in den Sand zu stecken hilft auch nicht. Ich bin doch kein Strauß. Höre ich da Pferde? Sind sie das? Lauf besser weg! Bitte, wenn er nicht arbeitet, werden Cephetus Steuereintreiber etwas Furchtbares tun. Ich weiß nicht, ob ich ihn überreden kann, aber ich halte nach den Eintreibern Ausschau. Ich werde sie überzeugen, euch in Ruhe zu lassen. Steuereintreiber. Ich kann schon wieder was herstellen. Ja, aber das brauche ich für Gesundheit. Gesundheit ist mir wichtiger. Und da brauchen wir im Moment leichtes Leder. Geh richtig, ne? Ja. Nein! Bitte nicht dahin. Das machen wir beim Tag, würde ich sagen, oder? Nee, bei Nacht. Bei Nacht ist gut. Ich hoffe, dass der Boss weg ist. Ansonsten werden wir einen richtig krassen Kampf haben. Das erste, was ich mache, ist die Alarmglocke ausschalten. Wow. Der Chef scheint aber nicht da zu sein, das ist gut. Auch sonst scheint das auch ziemlich verlassen. Noch besser. Oh. Wow.
Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Ja, das hast du schon mal geschafft. So, wenn das jemand versucht, wird er sein blaues Wunder erleben. Hey, was? Deine Zeit ist um. Nein, deine Zeit ist um. Au. Ich schlitze dich auf. Okay, das wird dann nichts. Oh. Jetzt nur ein Gegner zur Zeit, ey. Nicht beide. Alarm! Alarm! Sterbe, ich hab das Wurm. Ziel in Sicht. Helft mir mal hier drüben! Ganz schön knapp. Sterb, du Bastard! Bin in Reichweite. Spiel, ich seh nix. Reiß dir die Eingeweide raus. So, die Quest ist abgeschlossen. Was? Du hättest nicht herkommen sollen. Ein Raubtierbogen. Und auch den Ort beendet. Sehr, sehr geil. Aber soll ich denen noch nicht Bescheid sagen? Offensichtlich nicht. Gut. Die beiden Orte möchte ich noch haben. Bloß das Fragezeichen da noch. Und dann ist Ende, würde ich sagen. Ich glaube, so langsam wird es auch notwendig, unsere Schwerter aufzurüsten. Haben wir es gemacht bei Stufe 12 oder so, ne? Stufe 14 sogar. Bogen bei Stufe 16. Ja, das ist definitiv zu wenig. Wow. Aber das kostet ja auch 3000, ne? Ja, noch nicht genug Geld. Wow. Psenemfaya ein Versteck entdeckt. Hey, was? Friss das, du Ratte! Ups. Naja, falls ich noch kein Bild habe. Aber ich glaube, ich habe ein Bild. Oh, der Hauptmann. Scheiße, ich töte dich. Was hat er denn? Oh, diese Bögenkämpfe, ne? Die gehen mir echt auf den Sack. Er trifft mich natürlich. So, jetzt auch den Plünderschatz.
Der Ort ist beendet. So, da oben ist noch mehr. Meins. Immer 6 Gold dabei, das kommt's gut. Vielleicht gibt's auch irgendwie eine Fähigkeit, die es erhöht. Ich wollte gerade meinen Kamel angreifen. Oh, ist er immer drin? Tatsache. Ich befreie dich mal. Kein Grund, mich anzugreifen. Leopard. Mein Liebster, dein Vater hat sich diesmal selbst übertroffen. Ich sage dir, der Mann hat es auf mich abgesehen. Der Wachposten, zu dem er mich kommandiert hat, ist unfassbar gefährlich. Es ist vermutlich nicht klug, ein Feuer in diesen banditenverseuchten Landen anzuzünden. Aber entweder das, oder die Hyänen fressen mich bei lebendigem Leibe. Meine liebe Henu, bitte versuche ihn nicht zur Vernunft zu bringen und mich nach Hause kommen zu lassen. Das heißt, da ist ein Banditenposten in der Nähe. Da vorne. Ja, hoch, hoch. So, ein weiterer Schnellreisepunkt freigeschaltet. Das wird uns weiterhelfen. Oh, hier wird abgeholzt. Pyros Lager entdeckt. Hier sollte ich unentdeckt bleiben. So, 17. So langsam werden die Gegner auch wieder stärker hier. Wir wollen natürlich Action sehen. Was denn sonst? Klassischer Marodeursangriff. Ich bin voller Öl. Wer schießt hier? Irgendwas? Ich breng dich um! Ich hab das Ziel in Sicht! Hey. Volltreffer! Du hättest nicht herkommen sollen! Dir die Eingeweide aus! Der Adler hat die Tollwut. Tja. Manchmal ist pure Gewalt nicht schlecht. Hat doch gar nicht schlecht funktioniert. Finde ich cool. Besser als man denkt. So viel Loot hier. Und auch das Lager ist erledigt. 200 Gold?
Okay, das war eine Menge. 200 Gold, Halleluja. Das war ein richtiger Fund hier. Nicht schlecht. So, sonst ist hier glaube ich nichts, ne? Ah, das ist noch ein Löwe. Ja, komm, ich befreie dich. Scheiß Pferde, geht mal weg. Huch. Das Heu brennt. So, hier ist sonst nichts, ne? Nö. Noch ein Löwe. Ja. Es sind ja noch so viele rote Fässer hier. So, das war's aber mit den Tieren, oder? Nee, da ist noch eine Hyäne. Zurück in den Pferch gedrängt. Ich höre noch einen Löwen. Da ist noch einer. Ja, da konnte ich auch nicht ausweichen. So, das war's aber jetzt, ne? Ja. Dieses Mal scheint es wirklich gewesen zu sein. Ich nehme jetzt noch einen Apfel. Bei Kartonga. Und wir haben ein, ja doch, ein gutes Stück geschafft. Hier, guck mal, den ganzen rechten Rand, kann man sagen, von diesem erkundeten Gebiet. Gut, ein paar Schnellreisesystempunkte ausgenommen. Die Chancen stehen gut, dass wir beim nächsten Mal in Gizi vorbeischauen. Oder hier in dieses Gebiet. Aber ich glaube, das Spiel will eh, dass ich hier nach unten komme, ne? Ja. Das Spiel will, dass ich hier hingehe. Ja. Man darf gespannt sein. Vielen Dank fürs Zusehen. Das war Assassin's Creed Origins. Das ist Bayek. Und bis zum nächsten Mal.